Servus, hier ist wieder euer Slippy. So, heute mal zum Folgendes. Ich habe vor was echt Cooles gekauft. Extra für euch. Tada! Ein Quadrocopter. Yeah! Schauen wir mal hier gleich rein. Ich habe es noch gar nicht aufgemacht. Ich habe es nur so weit aufgemacht, also aus dem Paket raus. Und somit mache ich es mit euch heute mal gleich auf. Tada! So, dann holen wir mal den Quadrocopter mal hier ein bisschen raus. Das ist der Quadrocopter. Juhu! Mit einer HD-Kamera. Ja, mit einer HD-Kamera. Schau mal. Mach mal die ganze Sache auf. Hier ist sogar der Akku noch drin. Der Akku ist drin, jawohl. Zack, wieder zumachen. So, zu dem Quadrocopter noch. Cool. LED-Lichter. Haha. Bin ja echt schon drauf gespannt, wie er dann fliegt. So, tun wir mal wieder rein. Schauen wir mal noch, was noch alles dabei ist. Die Fernbedienung. Hab jetzt gerade gedacht, da ist ein Kratzer drin. Aber scheint nicht ein Kratzer zu sein, das scheint wahrscheinlich, dass da eine Folie drum ist. So, dann kann man die Nippel runter tun. Das kann ich jetzt mal rausziehen. Folgendes kenne ich damals von meinem Helikopter. Nichts denken, wenn die Fernbedienung da sich nicht so bewegen lässt, also nicht so zurückspringt wie da oder wie hier oder so. Das ist nicht vollkommen normal. So, dann tack, tun wir es wieder rein. So, was haben wir denn noch dabei? Wir haben den Schraubenzieher dabei. Tschak. Zum Blätter auswechseln. Oder für hinten bei der Fernbedienung die Schraube aufzumachen, Batterien reinzutun. Was haben wir da noch? Also zwei Rotorblätter, dann ein USB-Ladekabel, dann noch Ersatzschrauben, falls irgendwas sein sollte, dann eine 2 GB Mini-SD-Speicherkarte, dann noch ein USB-Adapterstecker für die Micro-SD. So Leute, ich räume das jetzt wieder alles so weit ein, nur das Kabel tue ich hier raus, weil ich werde ihn jetzt dann laden. Aber da wir es leider schon etwas spät haben und ich dieses Video heute noch hochlade, werde ich euch leider heute nicht sein Jungfernflug zeigen. Ich würde sagen, diesen Jungfernflug mache ich morgen für euch an einer ruhigen Stelle. Da werde ich auch wieder meinen Kameramann mitnehmen, weil ich werde ja dann dran stehen und diesen Quadrocopter bedienen. Werde es gleichzeitig mit diesem Quadrocopter aufnehmen, aber da es mein erster Flug mit einem Quadrocopter ist, werde ich meinen Kameramann noch holen. Und der wird mich dann mit dieser Kamera hier aufnehmen. So, folgendes, wer sich dann für diesen Quadrocopter interessiert, ich werde ihn euch raussuchen und unten verlinken. Dann könnt ihr euch den auch nochmal anschauen. Weil das Geiste ist ja eigentlich auch bei diesem Quadrocopter. Dieser Quadrocopter hat eine HD-Kamera. Sorry, drehen wir mal die ganze Sache um. So, hier seht ihr eine HD-Kamera. Dann hat er noch eine Autostabilisierung. 6-Achs-Neigung. Und eine Autorückflugerkennung. Der größte Clou an diesem Quadrocopter ist, er ist flexibel. Was heißt flexibel? Mit dem kann man abstürzen, ohne dass gleich was kaputt geht. Ist das nicht praktisch? So, dann würde ich mal sagen, das war's für heute. Hier seht ihr nochmal
meinen Quadrocopter. Ich werde ihn auch mal zur Info unten verlinken. So, und mein Versprechen an euch, morgen, spätestens übermorgen, ist ein neues Video da mit diesem Flug von dem Quadrocopter. Weil das mache ich extra für euch morgen. Der Termin steht schon. Ich habe meinen Kameramann schon angerufen und so weiter. Somit steht dieser Termin. Ich wünsche euch viel Spaß. Peace out. Ich bin draußen. Yeah.